Hi, ich bin die Valeria. Ich mache heute das Interview mit dir. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Erst einmal, wer bist du? Vielleicht stellst du dich mit ein paar Sätzen vor. Ja, ich heiße Christian. Ich studiere im dritten Semester Digital Business Management hier am HAZ und ja, mache das als berufsbegleitenden Master und arbeite bei IBM. Okay, und was ist genau deine aktuelle Tätigkeit bei IBM? Vielleicht beschreibst du das so ein bisschen. Ich bin angestellt als Customer Transformation Consultant und bin dort komplett projektbasiert am Arbeiten und begleite Unternehmen in ihrem Digitalisierungsprozess, überwiegend im Projektmanagement. Und was sind so deine täglichen To-Dos? Jetzt gerade in meinem aktuellen Projekt bin ich als Scrum Master unterwegs. Das heißt, ich betreue die Product Owner, das heißt, also, wir sind komplett im agilen Umfeld tätig und prüfe, bei welchen Aufgaben sie Unterstützung brauchen. Viele strukturelle Aufgaben, wenn es um Dokumentationen geht, und überprüfe, ob bestimmte Meilensteine eingehalten werden, aber auch alles Mögliche, was so anfällt im technischen Bereich. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine bisherigen To-Dos im Alltag, gab es da schon eine große Herausforderung, die du dich stellen musstest? Ich glaube, so mit die größten Herausforderungen für mich waren, wenn ich im agilen Umfeld war als Scrum Master und dann mit Kollegen zusammengearbeitet habe, die vorher nicht so viel agil gearbeitet haben und da nicht so viele Berührungspunkte hatten, die halt wirklich dafür zu begeistern, wirklich agile Zeremonien zu leben und das so anzunehmen. Ja. Und das war, glaube ich, so eine der Hauptchallenges bisher. Und das, was du jetzt bisher gelernt hast an Inhalten im Digital Business Management Studium, konntest du das bisher anwenden in deiner Jobrolle bei der IBM? Oder hast du da vielleicht so ein konkretes Beispiel, was du bisher gut anwenden konntest? Also sind, glaube ich, zwei Sachen, die irgendwie besonders hervorstechen. Das sind einmal generell so Prozessmodellierung. Also jedes Mal, wenn man bei einem Kunden ist und es einfach darum geht, auch alte Prozesse neu aufzusetzen oder generell Prozesse, die vorher noch nie dokumentiert worden sind, aufzuzeichnen. Das hatten wir auf jeden Fall im Studium behandelt, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie machen wir das technisch, welche Sprachen kann man oder Modellierungssprachen kann man dafür verwenden. Das konnte ich auch schon gut gebrauchen im Job. Und ansonsten haben wir uns auch mit digitalen Strategien auseinandergesetzt. Und jedes Mal, wenn es darum geht, beim Kunden wirklich im strategischen Management auch tätig zu sein, hat das auch auf jeden Fall schon Anwendung gefunden. Ja, hört sich schon mal gut an. Und glaubst du, das Studium greift irgendwelche wichtigen Zukunftsthemen ab, also Trends, die sich bald ergeben werden in der beruflichen Welt? Glaubst du, da ist irgendwie, also dass wir da gut damit abgedeckt sind durch das Studium? Also es gibt ja derzeit so die Klassiker. Ich glaube, auf Platz 1 ist auf jeden Fall Artificial Ja, Intelligence. genau. Wird bei uns halt auch behandelt, um halt Ja. einfach die Kerntechnologie oder Kernbestandteile davon kennenzulernen und ein Verständnis für die Technologie zu bekommen, in welchen Bereichen die angewendet wird, wie sie angewendet werden kann. Und da bekommt man durch das Studium auf jeden Fall gute Einblicke. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das Interview und wünsche ich dir noch alles Gute für deinen beruflichen Weg. Dankeschön.